habe die Ehre miteinander zu einer neuen Folge von Weidejack. Ah, schön, die ersten Tage, die ersten Erfahrungen sind rum mit den Jacks. Die freuen sich bester Gesundheit. Da haben wir die Julia. Habe die Ehre, liebe Julia. Unsere heimliche Leitkuh. Ja, wirklich toll mit den Jacks. Sind gesund und munter, fressen, machen das Pflaster dreckig und fühlen sich wohl, genauso wie wir. Jetzt dürfen sie aber bald mal, wir haben sie jetzt eingesperrt auf der Weide, wegen, ja, dass sie sich halt an uns gewöhnen, dass sie sich als Gruppe einfach mal finden. Und jetzt kommen sie ja dann hier auf die große Weide. Was heißt große Weide? Das sind ja jetzt erst hier diese kleinere Fläche, oben sieht man es vielleicht. Da ist erst frisch angesät. Das werden wir erst nächstes Jahr beweiden können. Und wir haben hier auf der kleinen Fläche Bäume gepflanzt. Ja, für später mal als Schattenbäume. Und hier haben wir 4 Esskastanien gepflanzt. Da. Und hier oben sieht man es vielleicht ganz leicht. Die ganze Reihe runter haben wir 12 Walnüsse. Also ein kleines Nussprojekt hier in Franken. Von dem Verein Grünspecht, die ja die Nüsse in der fränkischen Region wieder ein bisschen vorantreiben wollen. Und da haben wir uns einfach angeschlossen und gesagt, das finden wir geil. Obstbäume haben wir eh genug. Das machen wir. Ja, jetzt geht es darum, ich habe letztes Jahr, wir haben die im Herbst letztes Jahr gepflanzt und ich habe dann einfach mal hier so Dingens rum. Pfosten. Und Maschendraht. Ja, dass das nur so semi-gut ist, ist mir dann irgendwie auch mal eingefallen, nachdem ich die Haufen Arbeit hatte. Jetzt haben wir mal mit dem Alfons gesprochen, unserem Züchter, was der denn meint. Er meint, es sollte funktionieren, also auf jeden Fall Maschendrahtzaun weg, das verletzt die Tiere, bleiben sie hängen. Aber was reichen sollte, ist ein Placebo-Zaun. Wir machen einfach nur Litzen rum, ich mache jetzt 3 rum, normalerweise haben wir nur 2 außen rum, um die Weide. Machen wir 2 Litzen rum, schauen wir, ob das funktioniert, also ohne Strom dann. Und hoffen wir, dass sie so genug Respekt haben, dass sie die in Ruhe lassen. Schauen wir mal. Also, ich habe jetzt schon mal hier bei 2 den Zaun weg. Die hier sind jetzt am Anfang mal noch nicht mit drin. Da hören wir jetzt mal auf. Wir machen hier, oder machen wir das? Ja, ich weiß nicht. Ja, doch. Wir machen jetzt nur, wir zäunen jetzt nur 2 ein. Das heißt, ich mache jetzt so die beiden, dann schauen wir es uns an, ob es funktioniert und dann kann ich es bei den anderen noch machen. Das heißt, Zaun ist weg, jetzt bohre ich dann mal die Litzen rein, beziehungsweise haue die Pfähle noch ein bisschen rein, die haue ich tiefer rein, dass am 1,20 Meter noch draußen stehen. Dann gucken wir weiter. Also. Sollte passen jetzt. Haben wir jetzt alle ca. 1,20 Meter drin. Jetzt gucken wir mal. Mache die Verschraubungen mal rum. Oder die Isolatoren. All diese Kastanien kommen echt wunderschön. Ich bin echt gespannt, ob die was werden. Das sind jetzt nicht so die Fans vom lehmigen Boden. Aber haben wir. Aber schauen wir mal. Schön viel Wasser geben jetzt. Wir gucken immer ein bisschen auf den Mond. Heute sind auch wieder Blatttage. Das heißt, man kann richtig mal Wasser reinpumpen und dann lassen wir es an den anderen Tagen. An den Tagen kommt es wirklich richtig gut rein. Tipp von mir, wir haben den 3. Juni, in 14 Tagen knapp am 18. Juni. Jeder, der Unkraut jäten will, 18. Juni, vormittags bis maximal 13 Uhr. Was ihr bis dahin an diesem Tag gejätet habt, ausgerupft habt, kommt nie wieder. Also da verfaulen sogar die Wurzeln. Das ist der beste Tag im Jahr, wo man Unkraut vernichten kann, ohne Pestizide. Also ich mache mal die Isolatoren ein und dann geht's weiter. So, sind dran. 2 Stück. Dann machen wir jetzt noch Litze hin und dann passt's.
So, und das machen wir jetzt einfach mit einem einfachen Mastwurf hier drüber. Und so, und dann gehen wir weiter. Einmal Zugentlastung. Wirklich darum. Und fetch. Aber deri miteinander. Es ist Freitag. Und was dürfen wir freitags machen? Man darf die Tiere versetzen. Also Dienstag. Nee, Dienstag, Donnerstag, aber Freitag. Sie sind jetzt nicht ganz 2 Wochen bei uns. 10 Tage. Ich werde schon fröhlich angegrunzt. Aber von den Damen und Herren. Servus. Hey. Ja, Mutti. Großer. Geh her. Geh her, mein Spatz. Dahinter Elisabeth und Julia, die sind ein bisschen nadisch. Aber ihr wollt raus, ne? Ihr erwartet Heu. Aber es gibt jetzt kein Heu. Es gibt jetzt gleich frischste Weide. Ich habe alles soweit vorbereitet. Kleinigkeit muss ich noch machen. Hasch besteht. Zahn ist gespannt. Bäume? Bäume sind eingepackt. Das wird ja der große Versuch, ob sie die in Ruhe lassen. Da haben wir 4 Esskastanien. Ich hab sie hier quasi noch mal vorher und dann gucke ich sie mir mal nachher an. Das habe ich schon gezeigt, wie ich das gemacht habe. Und oben habe ich noch mal 2 Esskastanien, aber die sind jetzt da in der Fläche nicht drin. Was sind denn das jetzt? Vielleicht. Sind das 30 auf 30, so, sagen wir mal so knapp 100 Quadratmeter. Nein, sind mehr, Schmarrn. Knapp 150, 200 Quadratmeter, was wir jetzt damals als erstes einteilt haben. Jetzt hätte ich gerne noch so Klammern gehabt, damit ich die Stromversorgung herstellen kann. Bisher habe ich es ja so gemacht, mit den Seilklemmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht. Einfach aus dem Grund, bei der Weide jetzt, oder wenn ich mobil und flexibel bleiben will, was ich ja hier noch ein bisschen bleibe, solange kein Festzaun da ist, ist es einfach immer schwer, da irgendwas umzusetzen oder mal was abzutrennen, weil du musst immer diese Dinger wieder lösen. Und ich hätte jetzt gern diese Klammern, wo ich dann einfach die Verbindungen so schnell herstellen kann. Wenn ihr mal einen Festzaun habt, dann schaut es natürlich wieder anders aus. Aber das mache ich jetzt schnell noch. Und dann haben wir es. Ne? Dann können wir anfangen. So, jetzt glaube ich, sollte man alles haben. Jetzt mache ich auf. Und dann dürft ihr raus. Holt sie raus. Vorne dran die Elisabeth und die Anna. Das wird kritisch. Da werden jetzt dann gleich andere vorstellen. Also, machen wir mal Uno auf. So Mädels, das Tor ist offen. Ich darf bitten. Ihr dürft raus. Okay, geh raus. Geht's nochmal raus, ja? Julia ist die erste, die sie raustraut. Und hinterher die Anna. Ha? Geht's so, Julia? Ja, du kannst da gern das andere fressen. Das ist doch noch so frisch. Das rupft mal alles aus, Mädel.
Ich hab das Grunzen das erste Mal drauf. Hm? So. Jetzt kommt der Mortel raus, hä? Und die Martina. Schön, hä? Ja, geil. Ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Ja, und jetzt können wir hier endlich mal das Gefängnis ein wenig abbauen hier. Die Reihe kommt jetzt komplett weg. Dann können Sie die untere Fläche, die zweite Tränke auch benutzen. Und das werde ich jetzt aber trotzdem mal stehen lassen nach unten. Und baue hier das Gatter mit der Tür ein. Und dann können die ja wegen, kann ich es dann trotzdem mal schnell wieder hier reintun. Und wer weiß, für was gut ist. Aber das will ich mir jetzt noch machen am Anfang. Und dann schauen wir weiter. Super, echt genial. Ich freue mich riesig. Schön. Merke, es gibt ja besseres Wetter als Mittag um eins, bei so einem schönen Wetter, die Gitter abzubauen. Aber jetzt sind wir da frei. Da hinten haben wir die Begrenzung durch die Mobilen hier eingehängt. Da haben wir nur ein Tor. Da hinten kommen wir es ja quasi gar nicht hin. Da ist auch noch mal was. Und jetzt haben wir's. Jetzt kann ich dann mal gescheit ausmisten. Und alles schön sauber machen. Und hier habe ich jetzt mein Türl. Und kann sie rein oder rauslassen. Wie ich mag. Der Tag hat ein Ende und die Jacks sind ultra zufrieden. Dort hat es mir einen kleinen Regenschauer gegeben. Euch gefällt es, ja? Na gut, dann schließen wir die Folge ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Gefällt mir da lassen, gerne Kommentare dazu und Fragen, was immer ihr habt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und dann halten wir euch auf dem Laufenden, wie es dann weitergeht. Jetzt machen wir erstmal heute die nächsten Tage und dann gucken wir. Aber dann nehme ich euch natürlich auch mit. Also, Servus!